Einen wunderschönen guten Morgen. Mit welchem Gefühl stehen Sie morgens auf? Es gibt also die Menschen, da klingelt der Wecker, dann denkt man sich, oh Gott, mein Gott, Montag, ich will nicht. Ich will im Bett liegen bleiben, es ist schon gemütlich, ich habe gerade gut geträumt, passt alles prima und dann kommt der Wecker. Wecker sagt, leg los, Günther sagt, los, leg dich wieder hin. Bleib liegen. Ja, und was bringt uns jetzt aus dem Bett raus? Entweder ist es die Aussicht auf einen wunderschönen Tag, das heißt, wir müssen uns jetzt auf irgendwas Schönes konzentrieren. Vielleicht machen wir irgendwas Spannendes, wir fliegen in Urlaub, wir haben irgendein spannendes Projekt. Aber meistens ist es ja eher so, dass man das Gefühl hat, man muss morgens aufstehen, weil die Pflicht ruft. Die liebe Pflicht, ja, oder wir haben eine volle Blase und die volle Blase sagt, los, raus aus dem Bett. Und dann geht das einigermaßen. Aber das ist nicht das, was ich meine. Mit welchem Gefühl stehen Sie morgens auf, wenn Sie sagen, hey, dieser Tag heute ist zwar so wie andere auch, aber welche tiefer gehende Bedeutung hat der für mich? Also warum stehe ich überhaupt tagtäglich auf? Was ist das tief drinnen, was mich tagtäglich dazu motiviert, mein Leben zu leben? Und auch da gibt es zwei Herangehensweisen. Die eine Herangehensweise ist die, die Leute häufig machen, nämlich zu sagen, ja mein Gott, muss halt irgendwie gehen, mein Gott, Montag, jede Woche Montag. Klar, mein Leben ist in so ruhigen, geregelten Bahnen und ich muss das da irgendwie abarbeiten, eins nach dem anderen. Und die anderen sagen wirklich tatsächlich jeden Tag vielen herzlichen Dank, schönen guten Morgen, prima, Kopf dran, Arme dran, Beine dran, tut nichts weh, Partner noch da, mein Leben, Dankeschön. Und diese zweiten Menschen, die sind in der Regel viel motivierter als die ersteren Menschen und die haben so eine gewisse Dankbarkeit für das, was sie so tagtäglich erleben. Ja, und wie man so eine Dankbarkeit in seinem Alltag einbaut, gucken wir uns mal folgendes Modell an. Sie kennen vielleicht das Lust-Schmerz-Prinzip, was Menschen machen wollen. Die wollen Lust erleben, die wollen Schmerz vermeiden. Also alles, was irgendwie angenehm ist, super. Das will man. Auf der anderen Seite möchte man Schmerzen, so gut geht, vermeiden. Interessant, das Schmerzvermeidungsprinzip, Verluste zu vermeiden, ist ein Antrieb, der sehr verbreitet ist und der sehr stark ist. Das Lusterleben, das Schöne zu erleben, ist auf der anderen Seite eine Motivation, die zwar mehr Spaß macht, die aber nicht so wirkungsvoll ist. Jetzt ist es ja spannend, dass wir so in einer Welt leben, in der wir eher versuchen, Menschen zu belohnen. Also, dass wir zum Beispiel wirtschaftliche Anreize geben. Beispielsweise im Job, da kriegst du eine Prämie, wenn du besonders gut verkauft hast. Da freut man sich auf ein neues Auto als Dienstwagen beispielsweise, damit man, weil der Chef sagt, hey, hast gut gearbeitet, kriegst einen tollen Dienstwagen. Oder wir gucken immer so auf so kleine wirtschaftliche Belohnungen. Ne? Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl. Sie wollen sich ein neues Handy zulegen. Sie wollen sich einen neuen Computer zulegen. Sie wollen sich eine neue Couch zulegen. Und das Spannende ist, biologisch betrachtet ist immer das Gleiche. Also wir fangen an, uns auf etwas zu freuen. Wir freuen uns dann eine ganze Zeit darauf. Dann haben wir unseren neuen Laptop, unsere neue Couch, unser neues, wie auch immer. Und das Lustige ist, sobald wir das Ding haben, ist es nach kurzer Zeit wieder uninteressant. Und wir wollen das nächste haben. Also irgendwas, was danach kommt. Das bedeutet eigentlich, dass wir unser gesamtes Leben damit beschäftigt sind, uns auf irgendwelche kurzen wirtschaftlichen Belohnungen zu freuen, die kurze Zeit zu genießen, aber danach wieder als völlig normal zu rechnen und dann zu sagen, ja, jetzt gucken wir, was ich als nächstes habe. Die restliche Zeit des Lebens versuche ich, Verluste zu vermeiden, beziehungsweise versucht man, ja, zu gucken, dass man irgendwie nicht in Katastrophen hineinschlittert. Das Spannende ist jetzt, ist das wirklich motivierend? Und es gibt ja sehr viele, zum Beispiel buddhistische Richtungen, viele spirituelle Gedankenkonstrukte, ethische Gedankenkonstrukte, wo die Menschen sagen, du reduziere das, was du brauchst, guck, dass du so wenig wie möglich brauchst, weil sobald du irgendwie unheimlich viel brauchst, fängt so eine Art Suchtmechanismus an. Also wir wollen immer mehr und wollen immer mehr und wollen immer mehr und wollen immer mehr und fühlen uns letztlich innerlich doch irgendwo leer. Da gab es vor kurzem eine ganz spannende Geschichte, die, wie ich finde, sehr gut demonstriert, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und zwar war das in einer Schweizer Ortschaft, da sollte ein Atommüllendlager stationiert werden. Und wie das in der Schweiz so ist, basisdemokratisch, haben die Politiker gesagt, passt mal auf, liebe Leute, wenn wir bei euch ein Atommüllendlager machen, dann macht ihr was ganz, ganz Sinnvolles für die Gesellschaft der Schweiz. Und wir wollen das natürlich nur mit eurem Einverständnis machen. Also dann haben sie eine Volksbefragung gemacht und sie kamen tatsächlich auf knapp über 50% Zustimmung. Die Leute haben gesagt, okay, wir tun das für die Allgemeinheit. Lasst uns dieses Atommüllendlager bauen. Dann haben die Politiker gesagt, knapp über 50% sind immer noch, dass fast 50% dagegen sind. Wir müssen die irgendwie überzeugen. Und jetzt ging man zu dieser Incentive, zu dieser Belohnungsvariante über und hat gesagt, pass auf, jeder, der Ja sagt, kriegt 5000 Franken. Und danach hat man abgestimmt. Und was kam raus? Die Zustimmung schwand ungefähr auf knapp über 25%. Das heißt also, von denen, die zugestimmt haben, haben jetzt die Hälfte nicht mehr zugestimmt, ursprünglich. Man hat die Belohnung auf 10.000 Franken erhöht. Was rauskam?
gar nichts, keine Veränderung, knapp über 25% Zustimmung. Danach hat man das ein drittes Mal erhöht auf 15.000 Franken Zustimmung. Was kam raus? Wieder nichts, keinerlei Erhöhung. Ein einziger Mensch hat sich noch umstimmen lassen. Und das ist total spannend. Andere Untersuchungen. An einer Universität wurden zwei Gruppen von Studenten gebeten, psychologische Tests zu machen. Die Gruppe Nummer 1, der hat man gesagt, pass auf, du kannst dem Psychologen hier einen Gefallen tun. Mach das mal, streng dich wirklich an, weil je mehr du dich anstrengst, desto besser sind die Ergebnisse für die Psychologen. Und der Gruppe Nummer 2 hat man gesagt, du pass auf, strengt euch an, ihr bekommt für jede richtige Antwort ein kleines bisschen Geld. Also das waren so ein paar Cent waren das. Das war jetzt nicht so super viel, aber immerhin, das war eine finanzielle Belohnung. Und was glauben Sie, welche Gruppe hat bei diesem Leistungstest besser abgeschnitten? Richtig, es war die erste Gruppe. Und dann ist man mal in einen Kernspintomographen gegangen und hat so ein kernspintomographisches Spiel ausprobiert. Also so eine Art Psychotest, wo man gucken kann, welche Areale im Gehirn wann, wo, wie aufleuchten. Und da hat man festgestellt, dass bei beiden Belohnungsmechanismen zwei verschiedene Belohnungsareale im Gehirn aktiviert werden. Beim einen ist es der sogenannte Nucleus Accumbens. Das kann sich ungefähr vorstellen wie so eine Art Lustknopf. Also wenn wir fressen, wenn wir saufen, wenn wir Sex haben, wenn wir Spaß haben, Party und so weiter und so fort oder eben finanzielle Belohnungen, wird dieser Lustknopf aktiviert. Back drückt einer drauf, dann kriegen wir kurzzeitig einen Kick. Und das andere war so eine Gehirnfurche, die weiter hinten im Gehirn war. Und diese Gehirnfurche hat man so interpretiert als eine Art Altruismuszentrum. Also als ein Zentrum, was die Menschen dann aktivieren, wenn sie irgendwas tun, wo sie empfinden, dass das, was sie tun, sinnvoll ist. Also, dass sie einem größeren Sinn folgen, dass sie das, was sie tun, für andere Leute machen. Und das Spannende war, dass dieser Nucleus Accumbens, das Belohnungszentrum, entweder das eine aktiviert war oder es war das andere. Aber es geht nicht, beides gleichzeitig zu aktivieren. Also wenn ich etwas mache, dann mache ich das entweder, weil ich den Sinn in der Aufgabe sehe und dann bin ich langfristig motiviert, dann gehe ich auch über gewisse Hürden hinweg, weil ich einfach verstehe, dass ich über sie hinweggehen muss. Und beim anderen, ja, motiviere ich mich nur kurzzeitig, damit ich danach meinen Kick kriege, damit ich danach Sex haben kann, fressen kann, saufen kann, irgendwie ein bisschen Kohle kriege. Und Sie können sich vorstellen, was das heißt. Das bedeutet, dass die typische Motivation in unserem alltäglichen Leben, also wenn wir morgens aufstehen und sagen, okay, du musst zur Arbeit gehen, damit du irgendwie dein BMW finanzieren kannst, dass das nicht die Motivation ist, die uns tatsächlich langfristig motiviert. Sondern die Menschen sind wirklich motiviert, die morgens aufstehen und sagen, mein Leben hat einen Sinn. Also das, was ich tagtäglich tue, das befriedigt mich nicht, weil ich dafür eine Belohnung bekomme oder nicht, weil das verhindert, dass ich am Ende des Monats meine Miete nicht bezahlen kann, sondern weil man sagt, jeder Tag, jede Minute, jede Sekunde meines Lebens ist in einen Sinnzusammenhang eingeordnet, der wichtiger ist als ich alleine. Und dieser Altruismusgedanke, den kennen wir auch aus der Motivationspsychologie. Den kennen wir aus ganz vielen Situationen, wenn wir etwas tun, was uns wirklich langfristig motiviert. Wenn wir in einem Team zusammen sind, kennen wir uns schon in der Schule, wenn einer für sich selbst meinetwegen nicht einstehen kann, aber für eine ganze Gruppe steht da ein und sagt, oh, das ist ungerecht, stellt man sich hin und sagt, boah, so geht das nicht. Oder im Kollegium, wenn einer zum Beispiel zu schüchtern ist, um dem Chef zu widersprechen, wenn jemand Angst hat zu kündigen oder ähnliches. Und dann gibt es irgendeine Ungerechtigkeit und auf einmal geht ein Ruck durch die Gruppe und sagt so, jetzt verändern wir was. Ja, oder der Zusammenbruch des Sowjetsystems, des ehemaligen Ostblocks, wo wir auch gesehen haben, sobald es auf einmal irgendwo eine gewisse kritische Schwelle überreicht und die Menschen verfolgen einen gemeinsamen Sinn und empfinden gemeinsam etwas als ungerecht, dann ist das viel wirkungsvoller, als wenn man alleine sagt, pass auf, kriegst ein paar Euro dafür. Das machen wir nicht. Sie kennen vielleicht die Motivation mit dem Prinzip Dopamin. Dopamin ist ein Belohnungssystem, das ist im Kopf, das ist eine Neurotransmittersubstanz, also ein Botenstoff zwischen Nervenzellen. Dieses Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn ich etwas tue, was ich als sinnvoll empfinde und wo ich mich auf ein Ziel hinzubewege und wo ich das Gefühl habe, hey, das ist irgendwie spannend, das ist interessant, das beschäftigt mich irgendwie. Dopamin ist ein Lernhormon, das haben wir ganz viel im Kopf drin, wenn wir klein sind, wenn wir Kinder sind und stellen sich ein Kind vor, was versucht, sich in irgendeiner neuen Welt, in einer neuen Aufgabe zurechtzufinden, dann ist dieses Kind von sich aus motiviert. Das guckt, das testet, das probiert, das spielt, das lebt immer jetzt im Moment und erlebt diese Zeit immer sehr intensiv. Also das Kind lebt ja so stark im Moment, dass das Kind auch häufig gar keine Vorstellung davon hat, was Zeit ist, wie lange Zeit gehen kann, wie kurz Zeit vergehen kann, weil das Kind so im Moment drin ist, so in Aufgaben aufgeht, dank dieses Dopamins, dank des Sinns, dass es etwas lernen will, dieses Kind. Ja, dass alles andere letztlich dagegen als Antrieb verblasst.
Das Dopamin, ganz einfaches Beispiel, liebe Herren, stellen Sie sich vor, ich schicke Sie raus auf eine Wiese. Sie sollen in kurzen Hosen bei einem Sauwetter rauf und runter laufen, sollen schwitzen, sollen stinken, sollen sich gegenseitig in die Hacken treten, haben Sie keinen Spaß dabei. Aber wenn ich einen Fußball mit ins Spiel bringe und ich sage, da ist Tor Nummer 1, da drüben ist Tor Nummer 2, zwei Mannschaften, spielt einfach, dann haben Sie auf einmal Spaß. Warum? Weil Sie trotz der Tätigkeit, trotz der Anstrengung jetzt einen Sinn in dem sehen, was Sie da gerade tun. Das ist Motivation durch Dopamin. Und auch ganz wichtig, Sie spielen nicht Fußball, um ein Tor zu schießen oder um zu gewinnen. Natürlich in einem gewissen Sinne, um ein Tor zu schießen oder um zu gewinnen. Aber das ist nicht die Hauptmotivation. Es geht eher darum zu spielen, damit Sie ein Tor schießen, um zu gewinnen. Das Spielen macht jetzt Spaß, ist das Eigentliche. Also wenn ich morgens aufstehe und ich spiele den ganzen Tag, klar, logisch, was habe ich dann? Ich habe Spaß, weil ich das in einem Sinnzusammenhang sehe, das Gesamte, was ich mache. Dieses Dopamin, das kann sich vorstellen wie Doping. Das hat nichts mit Radsport zu tun, aber dieses Dopamin ist, das macht wach, das macht leistungsstark, das macht, dass man Anstrengungen nicht so sehr spürt, das macht, dass es einem gut geht. Das macht einfach, dass es einem gut geht, auch wenn man irgendetwas tut. Beispiel für die Damen. Liebe Damen, stellen Sie sich vor, ich schicke Sie auf einen 3-stündigen Fußmarsch. Sie müssen sich richtig aufbrezeln. Sie kriegen ein Gewicht in den rechten Arm, ein Gewicht an den linken Arm und Sie werden dabei die ganze Zeit Geld verlieren. Hätten Sie Lust darauf? Ich glaube kaum. Es sei denn, ich sage Ihnen, das ist genau die physische Anforderung an eine Shoppingtour. Was machen Sie bei einer Shoppingtour? Sie laufen raus, Sie haben ein Ziel im Kopf, Sie sehen einen Sinn, Sie laufen, 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 laufen sich teilweise Blasen in die Füße, kommen nach Hause, sind fix und fertig, sagen Tüte 1, 2, 3, 4, 5, yippie, ich war auf der Jagd, war ein schöner Tag. Und es interessiert sich nicht, ob Sie Geld verloren haben, ob Sie irgendwas gemacht haben, was eigentlich irrational gewesen ist. Weil während der ganzen Zeit im Kopf dieses Dopamin angeschaltet war, weil Sie die ganze Zeit über in Ihrem Leben einen Sinn empfunden haben oder in diesen paar Minuten einen Sinn empfunden haben. Anderes Beispiel. Stellen wir uns mal vor, wie funktioniert so eine typische Abenteuergeschichte. Eine Abenteuergeschichte auch immer wieder gleich. Da gibt es Held oder Heldin, die leben in stabilen Verhältnissen. Alles ist in Ordnung bei denen. Ja, eigentlich könnte es auch weiterhin alles in Ordnung sein, aber jetzt kommt eine Herausforderung. Also da liegt plötzlich eine Leiche im Vorgarten, da hat jemand irgendwie, kommt auf die Idee, den Heiligen Gral zu suchen oder jemand wird umgebracht oder die große Liebe kommt vorbeispaziert. Und was machen Held oder Heldin? Die reagieren auf die Situation, die verlassen ihre kleine bequeme Welt, ihre kleine Komfortzone und nehmen jetzt die Herausforderung an. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie die annehmen, wird jetzt gekämpft, wird gestritten, wird geliebt, wird geknutscht, wird auf die Welt gekommen, wird getötet, wird was weiß ich immer. Und wenn wir in so einer Geschichte mit dabei sind, im Kino oder beim Lesen, dann wollen wir wissen, wie es weitergeht. Wir sind richtig motiviert. Und die Helden und der Geschichte natürlich auch. Und das Spannende ist, wir haben ja wirklich keine Ahnung, wie es ausgeht. Wir hoffen, es gibt ein Happy End. Wir identifizieren uns mit den Helden. Ja, und am Ende gibt es ein Happy End oder keines. Und wir denken, wow, das war eine tolle Geschichte. Spannend übrigens, wir konsumieren solche Geschichten sehr, sehr gerne. Warum? Weil die wiederum dieses kleine Belohnungsareal bei uns im Kopf aktivieren. Dieses kleine bisschen Spaß, was wir haben können in unserem grauen, grauen Alltag. Und denken Sie mal jemanden, der so richtig erfolgreich ist. Jemand, der so richtig dolle Erfolge hat. Dann wette ich mit Ihnen, das ist meistens jemand, der nicht abends die DVD reinschiebt, der nicht versucht, sich in eine Traumwelt zu flüchten, sondern der genau diese Abenteuer in der echten Realität erlebt. Also der sich jeden Tag fragt, wo ist denn meine Herausforderung, wo kann ich meine kleine Komfortzone verlassen, wo kann ich irgendetwas Neues machen und was kommt dabei heraus? Es kommt dabei super Motivation heraus, das heißt, die Leute leben im Prinzip wie in einem Abenteuer. Ja, und jetzt zurück zur Eingangsfrage. Guten Morgen, mit welchem Gefühl stehen Sie auf? Was haben Sie für einen Abenteuerroman, den Sie gerade leben? Wo ist Ihr Dopamin? Wo ist Ihr Sinn in Ihrem alltäglichen Leben? Wenn Sie diesen Sinn hinkriegen, wenn Sie den sehen, Gratulation. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, warum stehst du heute auf, was machst du heute? Und Sie sagen mir aus den Gründen 1, 2, 3, 4, 5 und mir geht es super, dann prima, das ist spitze. Wenn Sie aber jetzt so ein kleines bisschen ein schlechtes Gewissen verspüren, wenn Sie sagen, ich weiß es nicht, das klingt alles ein bisschen idealistisch und jawohl, ich weiß, ich sollte mir solche Gedanken öfter machen, dann machen Sie sich ja solche Gedanken. Suchen Sie sich irgendeinen Sinn, irgendwas, was Sie wirklich motiviert. Weil es kann ja sein, dass Sie das, was Sie tagtäglich tun, nicht wirklich gerne tun. Es kann ja sein, dass Sie das, was Sie tagtäglich tun, nur aus einem Pflichtgefühl tun und dass Sie vielleicht gar keinen Spaß dabei haben. Wenn Sie keinen Spaß dabei haben, dann hören Sie doch einfach auf damit. Hören Sie einfach auf. Folgender Vorschlag. Bleiben Sie, wenn Sie keinen Spaß an Ihrem Leben haben, morgens im Bett liegen und stehen einfach nicht auf.
Und wenn sie am nächsten Tag keinen Spaß haben, stehen sie wieder nicht auf. Und beim dritten Tag stehen sie auch nicht auf. Und wissen Sie, was jetzt passieren wird? Jetzt wird irgendjemand kommen zu Ihnen und wird sagen, hey, was ist mit dir los? Und seien Sie sicher, Sie landen eher in einem Krankenhausbett, bei uns hier in der westlichen Zivilisation voll verpflegt, als dass das Leben für Sie beendet ist. Weil wir leben in einer Gemeinschaft, in der man doch unterm Strich nacheinander guckt. Wenn Sie aber aufstehen morgens, dann machen Sie es so, dass Sie den Tag, der vor Ihnen ist, wirklich mit voller Power leben, mit voller Motivation leben und dass Sie gucken, welchen Sinn hat denn das hier alles, was Sie hier gerade tun. Wenn Sie keinen Sinn finden, dann finden Sie einen. Suchen Sie den Sinn in Ihrem Leben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken.